Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Vault 88. Ja, und wir haben einige neue Siedler, wie wir sehen können. Wäre ein gelber Anzug wirklich so schlimm? Na, blau ist doch schön. Einige neue Leute, wir müssen sie anziehen. Wir brauchen mehr Betten. Und was mich vor allem interessiert, wie viel können wir denn jetzt bauen? 137 Teile werden wir wahrscheinlich bauen können, ja. Das sollte eigentlich für den Raum reichen. Diesen etwas größeren Raum, der nach unten zu den bereits vorhandenen Wallteilen führen soll. Ein Gang nach unten, ja. Ich hoffe, das kriegen wir hin. So, wie viele Betten wollt ihr denn? 15 seid ihr. Machen wir mal wieder hier Doppelbetten, so schön. Na, 20 Betten, das soll doch erstmal reichen. Für euch hier, dann gucken wir mal, was für Kleidung ihr denn bekommen könnt von uns, natürlich. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Die schöne einheitliche Kleidung. Kleidung. Walltech an 88 Anzug, bitteschön. Pip-Boys, wo sind sie? Da sind sie direkt. Geben wir mal wieder 18. Okay, einen hat sie sich direkt genommen. Sehr schön. Hätte nie gedacht, dass ich mal eine anständige Vault-Bewohnerin werde. Ich will nur ein bisschen handeln. Sicher. Na, da werden wir unsere Sachen aber sehr schnell los hier. Wenn das so weitergeht und wenn wir wirklich für alle Bereiche hier 20 oder 30 Siedler bekommen, also für alle Werkstätten, hier sind ja doch, ich weiß immer noch nicht, wie viele hier sind, 3 oder 4, meine ich. Oh nein. Ach hier. Ich dachte schon, wir haben die alle abgegeben. Ah, ja. Ich bin froh, sicher in einem Wolf zu sein. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Na klar. Ja, wie machen wir das mit dem Licht? Ich hoffe, wir müssen nicht allzu viel Licht hier anbringen. Darauf haben wir wohl gar nicht geachtet in der Vergangenheit, als wir uns die anderen Walls angesehen haben. Aber wir können uns ja nochmal in Vault 81 zum Beispiel umschauen. Und ich glaube, wir können Curie jetzt hier herholen. Wobei, Curie wird höchstwahrscheinlich nicht allzu viel machen. So was wie das Vault 88 Getränk habe ich noch nie getrunken. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Und Curie hat ja zwischendurch irgendwann mal erwähnt, dass sie nicht so gerne in ein Vault möchte oder in eine Höhle, weil sie da doch so lange war.
Ich will nur ein bisschen handeln. Na, das sind aber auch wirklich viele geworden hier. Wie lange waren wir denn weg? Dass jetzt auf einmal so viele Leute da sind. Und der Pip-Boy, bitteschön. Ich glaube, ich will nie wieder an die Oberfläche aufsehen. Bin froh, dass ich hier drin bin und nicht da draußen. Ja, ihr seht auch alle richtig glücklich aus hier. Können wir ein paar Sachen tauschen? Okay. So in Blau, schön. Blau ist immer gut, wenn man blau ist. So wie ein Schlumpf, so fast so blau. Wo ist Papa Schlumpf? Und dann noch dein Pip-Boy. Nimm dir einen vom Stapel. Dankeschön. Was? Uns? Hallo, Aufseher. Ach, hallo. Die Aufseherin hat uns im Blick. Ich weiß. Irgendwie unheimlich, oder? Ich weiß nicht. Findet ihr? Ich habe ein Lied über die Aufseherin. Ich brauche einen Reim auf toll. Ah, ich weiß was. Super Spitzen toll. Hey, wie war geht das es jetzt dir? Ernst was? Gemeint? Was, wie geht's? Wie geht's denn euch allen? Ich glaube, was für ein Tag, oder? Das kannst halt, du doch sagen. Die meisten sind nicht zugewiesen. Ja. Oh, Mann, es juckt mich so. Könntest du. Du weißt schon, klar. Einem Freund helfe ich doch gern. Ach. Sonst sagen die doch immer, ach, hau ab oder sowas. Die sind ja voll nett hier. Ja, das gefällt mir schon mal. Und, naja, wir sollten jetzt nicht so ganz so verschwenderisch sein. Leider müssen wir immer noch aufpassen auf unsere Ressourcen. Ja, hier brauchen wir Gummi für. Und hierfür den. Wer würde im Kampf gewinnen? Ein Holzfäller mit Tentakelarmen oder ein Hai auf einem Einrad? Gegen einen Hai kommt man nur schwer an. Aber ein Holzfäller ist stark. Ich weiß nicht. Was? Ich möchte dir ein Bild malen. Irgendwelche Wünsche? Oh, das ist aber süß. Wie wär's mit einem Leuchtturm? Wie sind die hier drauf? Ich will ja nicht angeben, aber es gibt Gerüchte, dass ich der nächste Aufseher werde. Von mir aus. Ich folge blind jedem mit einem offiziellen Titel. So, dann kriegt ihr erstmal noch mehr gute Moral hier. Stellen wir doch mal hier so einen Friseur. Wirft ihr mir das ein oder zieht's hier drin? Das bildest du dir ein. Und einen OP-Stuhl. Ist es Tag oder Nacht? Ich weiß es nicht mehr. Na, stimmen wir mal hier hin. Glaube ich. Denn dann können wir direkt Leute zuweisen. Hey, hast du gehört, worüber die sich gestern Abend unterhalten haben? Ja, dass sie das wirklich gemacht hat. Manche Leute haben echt Nerven. Warum schubst du? Schubsichtig? Alles schub. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Wer würde gewinnen? Ein Red Skorpion oder ein Yao Guai? Soll das ein Witz sein? Der Red Skorpion ist doch klar. Okay, dann. Ich will keine Gerüchte verbreiten. Aber hast du von dem Ding gehört? Ja, hab ich. Aber ich gebe da nichts drauf. Was für ein Ding? Die sprechen auch noch in Rätseln. Ach nein, hier sitzt auch schon einer. Hier sind schon Leute zugewiesen. Ja, so geht's aber nicht. Du musst aber. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Der muss aber schon richtig angezogen sein, wenn er hier schon als Wache rumsitzt. Ist er denn wirklich jetzt Wache? Moment. Ja, er hat sich selber zugewiesen. Die sind hier so glücklich. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Schieß los.
Und er braucht bessere Waffen hier. Haben wir nicht irgendwas Gutes da? Ach, mit Sicherheit haben wir gute Waffen hier. So, den darf er gleich mal anziehen. Ja, dann gucken wir doch mal, ob vielleicht jetzt hier was drin ist. Ein Pip-Boy haben wir wirklich hier drin. Das hat aber ein bisschen gedauert. Und hier sind 14 nochmal. Und es sind nochmal Vault-Anzüge. Warum ist da ein Plus dran? Was hat das zu bedeuten? Sind die besser als die anderen? Sieht erstmal nicht so danach aus. Ja, auf jeden Fall finde ich das schon mal gut, dass die sich hier wieder selber zuweisen. Ah, die Tür ist auf, aber das ist auch jetzt nicht so tragisch, sage ich mal. Ja, diese Ratterdinger, die sind, wären mir zu laut, wenn sie jetzt hier vorne irgendwo stehen würden. Vielleicht noch weiter vorne. Wie weit kann man bauen bis zur Tür? Ja, vielleicht kann man die hier oben so draufstellen an die Seite auf dieses... Was ist das eigentlich? Ein Generator? Nein. Generator wird das nicht sein. Das ist ein... das ist wahrscheinlich extra hier ein schwerer MG-Geschützturmhalter. Nein, ist es nicht. Schade. Das hier auch nicht. Oh. Ja, das möchte ich ihm aber nicht antun, hier in so einem Ratter-Sound hier zu arbeiten oder zu warten oder was er da macht. Ja, schon gut. Ja, wie weise ich euch jetzt am besten zu? Verstehe. Nicht gut? Doch, ist doch gut, oder? Ach, da ist sie ja. Sicher. Ha! Unsere erste Friseurin. Das freut mich ja. Moment, Moment. Für sie haben wir auch sofort was. Wo ist die? Da. Okay. Ja, tut mir leid. Dann haben wir ja für diesen Siedler hier gar keine Aufgabe mehr. Ich dachte, wir hätten... Wir könnten so ein paar Wachen abrichten. Die Bars sind auch alle besetzt. Oh, sie könnte Getränke hier. Getränke. Sicher. Servieren. Wunderbar. Ja, Kleidung für die Siedler. Sollen wir das denn jetzt wirklich machen? Hier sind jetzt sowieso so viele Siedler mit dem Wasser. Ich stelle mir gerade die Frage, was wir da unten... für eine Energiequelle am besten hinbauen. 20 Energie braucht das Teil. Habe ich das richtig in Erinnerung? Hier dieser Ostsektor Wasserpumpe. 20 Energie, ja. Ja, ist die Frage, wenn dann hier irgendwie Angriffe kommen, von wo sollten die denn kommen? Hier gibt es ja keinen Eingang. Dann müssten die ja schon durch die ganzen Gewölbe hier laufen. Mal sehen, was wir uns leisten können. Generator.
Hier steht gar nicht, was der kostet. Wieso steht denn jetzt nicht, was der kostet? Hier steht, was der kostet. Gummi, 2 Gummi. Ja, das muss ja vielleicht nicht sein. ...15 Gummi. Ja, Wahnsinn. Och, Menno, wieso kostet das denn 2 Gummi? Aber wir hätten schon ganz gerne hier Wasser jetzt. Viel Wasser. Was kosten denn die industriellen Wasseraufbereiter eigentlich? Mit Sicherheit auch Gummi. Hier, produziert 40. Ja, wir könnten ziemlich viel Wasser hier rausholen. Ah, 10 Gummi braucht es. Das ist teuer. Und hiervon könnten wir auch eine ganze Menge, aber 8 Gummi braucht ein Teil. Ja, dann warten wir vielleicht doch noch mit dem Wasser. Obwohl, was man hat, das hat man. Aber wenn dann die Angriffe sich hier irgendwie häufen, das wäre natürlich nicht so schön. 38 Schutz haben wir nur. Im Moment geht es noch. Ja, lassen wir das mit dem Wasser lieber erstmal. Vielleicht ist es ja auch ein Gerücht mit diesen Angriffen. Man soll ja die Nahrungsvorräte und das Wasser zusammenzählen plus 1 und so viel Schutz muss man dann haben. Also in diesem Fall müssten wir... Ja, 17 macht es zusammen und 18 Schutz bräuchten wir dann haben, aber 38, also das sollte reichen. Ja, sehen wir lieber zu, dass wir hier irgendwie nach unten kommen. Die Teile können wir doch sicherlich schon mal einlagern. Oh, wenn wir so weit kommen. Na, jetzt hätten wir ein bisschen aufpassen sollen, wie die zusammengesetzt waren, aber ich glaube, die sind schon so Teil an Teil zusammengesetzt. Ja, und was haben wir hier für Teile genommen? Innenbereich Fertigwände. Okay. Dann geht's damit jetzt schon mal weiter. Innenbereich. Und Fertigwände. Innenbereich. Hier mit Fenster sogar. Und wir haben ein Bett im Weg. Na gut, dann müsste hier doch eine Ecke hin. Wenn es so etwas wie eine Ecke überhaupt gibt. Da ist eine Ecke. Wie machen wir das? Dass wir hier hinkommen? Ob wir da hinkommen? Versuchen wir das doch mal. Tatsächlich. Ja, so sieht das doch relativ gut aus schon mal. Hier haben wir aber noch mal, wie heißt das eigentlich hier? Fertigecke. Oh ja, Innenbereich Fertigecke. Mal sehen, ob wir die hier anbauen können. Und ob wir da dann mit rumkommen hier. Joa, könnten wir machen mit einem Fenster hier. Naja, dann leuchtet ein wenig Licht rein, ist doch auch was. Wie wäre es jetzt mit einer Ecke hier rum? Ja, dann können wir die Idee mit dem Fenster, denke ich, vergessen. Oder wir müssen die ganzen Teile hier doch irgendwie anders... hier irgendwo anders hinbringen. Kann man denn hier noch rumlaufen? Nein, kann man leider nicht mehr. Wir haben ziemlich platzsparend hier gebaut. Also ziemlich alles ausgenutzt am Platz. Keine Chance.
Oh, jetzt wollen wir die ganzen Sachen hier doch woanders hinschmeißen. Ja. Das geht doch. No, und wenn wir da weiterbauen wollen, dann müssen wir die wieder woanders hinschmeißen. Außerdem, wie sieht denn das aus hier? Ah, wir können die hier oben reinlegen. Da. Haha. Wie gemacht dafür? So einen kleinen Scheiterhaufen da drin. Die fliegen aber ganz gut hier, die Verkehrskegel hier. Ups. Ob wir die jemals ordentlich wieder aufgebaut bekommen? Wenn wir sie dann mal aufgebaut haben wollen. Ja, irgendwie müssten wir das doch schon hinbekommen. Oh, hoppla. Das hat mich jetzt stark gewundert, als ich das gesehen habe. Innenbereich. So, da passt doch was. Ecke, Ecke, Ecke. Wo ist die schöne Ecke? Hier. Also ich sag mal, wenn das eine Teil hier dran gepasst hat, dann muss die Ecke auch irgendwie passen. Das geht bestimmt. Ja. Sehr gut. Ja, so ist das doch nett. Und wird hier eine Ecke noch dran? Ja, das wird knapp, ich glaube. Ja, ich glaube, das wird knapp an der Stelle. Hm, na, doch. Doch, das passt. Ja, so ein bisschen Stein mit drin ist ja nicht schlimm. Hat was. Ja, gleich wird spannend, ob wir hier runterkommen. Und vor allem, was nehmen wir, um hier runterzukommen? So gut, wie es aussieht, könnten wir hier runterkommen. Das sieht gut aus. Schauen wir mal, ob wir hier auch weiterkommen. Wie wir das hier so machen, an dieser Stelle. Und passt ja alles wunderbar. Ja, hier kommen wir jetzt leider... Ah, wir können das Geländer hier nicht abbauen, von daher muss hier schon eine Ecke wieder hin. Ah, wir gehen erstmal hier raus aus der Ecke. Ja, breite Korridore hatten wir nicht, dass wir die hier runterbringen können irgendwie. Das würde doch dann bedeuten, wir müssten ja hier irgendwie runterkommen. Irgendetwas nehmen, damit wir hier runterkommen. Ah ja, gut. Sieht doch so ganz gut aus. Ja, der Kran muss weichen. Oh oh, ob wir über das Geländer da unten hinwegkommen? Schwer zu sagen jetzt.
Oh nein, hier passt keins dran mehr. Dann eben so. Ja, wie gesagt, breite Korridore haben wir keine, die nach unten führen. Dafür haben wir ja sowas hier. Und abwärts sollte es gehen. Aha. Es passt sogar. Eine lange Treppe nach unten, das ist aber auch langweilig. Kann man hier nicht so ein bisschen variieren? Etwas spannender Baum. Versuchen wir das mal. Oh, das wird falsch sein. Da müssten wir... Ah, ich weiß auch nicht. Ah, Fenster, Fenster, Fenster. Oh ja, Fenster ist gut. Oh ja. Ach so, wir kommen hier an der Seite gar nicht vorbei dann vielleicht. Ach, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Okay, an der Seite kommen wir nicht vorbei. Hier vielleicht? Ja. Immerhin. Na komm schon. Okay, ja, hier wäre natürlich auch schön, wenn wir an beiden Seiten... Naja, egal. Machen wir das so. Und vielleicht hier noch eine Wand rein. Haben wir doch bestimmt auch. Innenbereich Wände. Da ist eine Wand. Ja. Es passt. Ja, super. Und weiter runter. Und was machen wir hier mit der Lücke? Die müssten wir... Oh nein. Oh nein, oh nein. Da haben wir nichts für. Aber irgendwo hatten wir was dafür. Wo war das denn? Bei den Atriumteilen? So ein Eckteil hier. Das wäre das doch, oder? Ist es zu hoch jetzt? Das eckt hier nicht an. Oh nein. Dann können wir das mit dem Fenster wahrscheinlich vergessen. Kein Fenster? Ach was. Und was ist das? Atriumsäule Mitte. Atrium ist das ja auch. Vielleicht finden wir bei den gewöhnlichen Räumen hier noch etwas. Ich meine, wir hatten da so einzelne auch. Ja, was machen wir denn da jetzt? Keine einzelne Säule für uns. Dann muss das Fenster hier weichen. Da müssten... Nein, das hier würde ja auch nicht gehen. Also gut. Moment, Moment, Moment. Ich glaube, das kriegen wir doch noch hin. Genau, hiermit erstmal da rein. Was anderes geht ja halt nicht. So eben. Ja, wir müssen ja platzsparend bauen irgendwie. Denn bis jetzt ist er zu klein. Der ganze Komplex hier. Der ganze, was wir gebaut haben bis jetzt. Wo ist denn... Ach, eine Tür. Ich wollte ein Fenster gerne. Hm.
Na, da haben wir nichts mit Fenster hier. Na, sowas allenfalls. Aber ob wir das dann zubekommen hier mit so einer Wand, sowas hier? So an der Seite ja. Und an dieser hier nicht. Hm, nicht schön. Ja, vorbei ist es mit der Idee mit dem Fenster hier leider. Oh, das passt ja auch nicht. Also gut. Nun, eine Ecke können wir hier aber auch nicht verbauen. Ja, oder wir müssen weiter rausgehen. Müssen wir? Können wir? Naja, dann würden wir das nach oben ein wenig mehr ausnutzen. Was dann jetzt bedeutet, das bleibt so. Ja, und wir müssen noch einmal etwas weiter nach vorne gehen. Ja, dann können wir vielleicht sogar ein Fenster setzen. Wo ist das Fenster? Hier ist das Fenster. So dachte ich. Dann allerdings hier so. Ist das denn so richtig? Ich glaube fast. Aber nur fast. Da gucken wir erstmal, ob wir hier das Loch mit dem Fenster, ob wir das überhaupt gestopft bekommen hier. Joa, das geht. Sehr schön. Ja, das ist nicht so toll. Nun, das geht ja anders dann nicht. Und jetzt nach unten, bitte. Und hier nochmal so etwas. Vielleicht können wir jetzt etwas schöner hier bauen mit dem Fenster. Nein, das hat doch oben schon nicht geklappt. Warum sollte das jetzt hier klappen? Okay, wie auch immer, den Rest müssen wir leider, leider, leider in der nächsten Folge machen. Wenn ich so mal auf die Zeit gucke, dann haben wir keine mehr. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen und sage Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.